Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Wir sind immer noch verzweifelt am Versuchen, unser Loot wiederzukriegen und ich habe ganz stark die Befürchtung, dass wir es einfach nicht wiederkriegen werden, weil wir mittlerweile schon wieder zweimal gestorben sind. So, und das sind halt hier auch echt optimale Voraussetzungen, um hier in Ruhe in die Ebenen anzukommen. Wir haben zumindest noch keinen Fähigkeitenabzug drauf. Die Sache ist, man sieht die Todeskidos halt, doch, da sehe ich eins. Und der hat uns direkt er ist wieder abgezogen. Wir haben aber auch echt viele Gegner im Nacken. Ach Leute, wie sollen wir das schaffen? Kann jetzt echt nur versuchen, das hier mal noch ein kleines Stück zu umrennen. Hören die Ebenen hier irgendwo auf? Ja, es sieht erstmal hier noch nach dunkler Wald. Ah, es war wirklich nur so ein kleines Stück. Zu mir sagen, wir hätten es geschafft, wenn wir hier lang gelaufen wären. Ja, zumindest sehe ich erstmal kein totes Kito. Oh, oh, irgendwas ist in der Nähe. Ich weiß nicht was. Ah, Gott. Hä, Kobold? Ich bin gar nicht in den Ebenen. Nein, ich hänge. Ich hänge. Kein Kobold. Ja, beef dich mit dem Kräuling. Jawohl. Jetzt lasst mich hier runter, lasst mich mein Zeug holen und wir bauen hier ganz, ganz schnell ein Häuschen hin mit einem Bett. Dann bin ich echt happy. Warum fange ich jetzt an zu frieren? Ich sehe erstmal kein totes Kito. Ganz schnell. Alles geborgen, jawohl. Ah, so im Dunkeln ist halt auch echt scheiße. Aber ey, da ist ein kleines Häuschen. Das heißt, wir müssen eigentlich nur ein Bett reinbauen. Bett. Wo ist es denn? Hä? Achso, keine Werkbank. Okay, macht Sinn. Werkbank. Was ist das? Ah, es war bloß ein Wildschwein. Nein, aber selbst das kann unser Tod sein. Bau doch irgendwo das Ding hier hin. Nein. Wir können nicht kämpfen. Verdammt. Jetzt haben wir hier so ein Wildschwein. Geh weg. Ich habe einen Plan. Bauen uns hier ganz schnell so ein Teil hier rein. Wir laufen hier rein. Ich weiß nicht, ob hier eine Tür ist, deswegen. Zack. So, wir haben unsere Ruhe. Geil. Und jetzt bitte ganz schnell einfach nur ein Bett. Ah, wir haben einen Spawnpunkt. Geil, wir haben es geschafft. Endlich. Jetzt gehen wir auch... Ah, wir können nicht schlafen. Wäre eigentlich gern nochmal schlafen gegangen. Na gut. Okay, wir haben erstmal einen Spawnpunkt. Kein Fähigkeitenabzug ist auch noch da. Das heißt, wir müssen hier ganz schnell wieder raus. Jetzt müssen wir einfach mal hier vorlaufen. Wenn wir jetzt sterben, ist nicht ganz so schlimm. Obwohl, doch, wir haben eigentlich übelst viel einstecken. Scheiße. Naja, gut. Wir sehen jetzt mal von den Fähigkeitenabzug ab. Wenn es so ist, dann ist es so. Können wir leider nicht ändern. Mach mal hier schnell so ein Ding. Eigentlich wäre eine Tür mal praktisch gewesen. Können wir eine Truhe bauen? Wir können eine Truhe bauen. So. Machen jetzt erstmal kurz Inventar leer. Ziehen den ganzen Spaß hier wieder an. Das Zeug fürs Portal können wir auch wegpacken. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Eigentlich brauchen wir gar nichts. Oh oh. Nein. Geht doch weg. Ja, die Werkbank steht jetzt natürlich draußen. Ich hatte überlegt, ob wir das Portal hier reingebaut kriegen. Wir da noch genügend Platz für haben. Wo war denn das? Hier, ne? Passt. So, koppeln wir mit Sumpf. Dann müsste es sich ja gleich verbinden. Warum jetzt? Okay. Ich hatte gerade schon wieder Angst. Es ist halt nur die Frage, ob der hier draußen jetzt so lange nicht aufgibt, bis er hier alles auseinandergerissen hat. Können mal kurz ein bisschen reparieren. Kostet ja nichts. Mann, dass wir irgendwann mal hier in so einer Spielunke noch ums Überleben kämpfen müssen, hätte ich im Leben nicht gedacht. Ah, so schnell kann es gehen hier im Spiel. Hä? Hat er die jetzt weggerissen? Wirklich jetzt? Ach, das gibt's doch nicht.
weiß nicht, ob wir den mit unseren Händen verprügeln können. Ob wir das schaffen? Wir probieren es mal. Fähigkeitenabzug ist natürlich wieder weg. Nein, ich kann es nicht abreißen, weil die Handwerkstation fehlt. Na, das ist ja geil. Kommen wir nicht mehr raus hier. Oh. Habe ich noch genügend Zeug? Habe ich noch. Kriege ich die? Ich kriege die aber nicht mehr hier hin. Scheiße. Ach, da müssen wir doch das Portal... Nein, ich kann ja auch das Portal nicht mehr abreißen. Mist. Kann ich das irgendwie schnell hier draußen hinbauen? Sonst müssen wir es mit unseren Händen verprügeln. Anders geht's dann einfach nicht. Aber hier darf es nirgendwo... Ach, Menno. Anderes Fenster haben wir nicht. Ich treff's ja nicht mal. Was passiert, wenn wir jetzt hier nicht mehr rauskommen? Ich weiß gar nicht, welches Teil ich gerade überhaupt treffe. Wir hätten gleich eine Tür reinbauen sollen. So, ich möchte halt nur, wie viel Leben hat denn das Ding? Ach Gott. Das da unten haben wir kaputt gemacht, das Kleine. Na, das bringt auch gar nichts. Will halt auch bloß nicht unbedingt mit null Leben, mit null Ausdauer hier in den Kampf starten. Ich treffe das halt nicht. Ja, dann müssen wir uns hier so ein Ding vorknöpfen, anders geht's nicht. Mann, 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 wie viel Pech kann man bitte haben, ne? So, wie viel hat's noch? Oh, oh Gott. Du könntest mal ein bisschen mithelfen hier draußen. Komm ich hier nicht irgendwie rausgesprungen? Nee, sieht irgendwie so gar nicht danach aus. Ach, weil der mir jetzt hier diese Handwerkstation kaputt gemacht hat. Ey, man hat keine 5 Minuten Ruhe im Spiel, ne? Müssen es halt nur irgendwie so timen, dass das Ding hier nicht kaputt geht. Ich glaube, er hat sich zumindest gerade mit einem Wildschwein angelegt. Und ich dächte, er war gerade irgendwo ein Punkt, wo ich es hätte bauen können. Hier drauf. Das ging? Okay. Gut. Nein. Hier ist ja noch so ein Vordach drum. So, ich blockiere dich jetzt perfekt und dann verprügle ich dich mit meinen Händen. Komm her. Na, greif doch an. Hä? Ja, gut, okay. Funktioniert. So, habe ich jetzt mal hier kurz meine Ruhe. Vielen Dank dafür. Ich habe eine Idee. Und zwar nehmen wir kurz die Werkbank wieder. Wenn wir die hier reingebaut kriegen, wäre halt ideal. Vielleicht so. Und vielleicht kriegen wir dann auch noch... Nee, ich brauche so ein schräges Dach. Das Dach wieder drüber. Dann ist das zumindest nicht in unmittelbarer Reichweite zum Angriff. So, dann würde ich ganz gerne das kaputt machen und wir bauen uns eine kleine Tür. Wo haben wir denn hier? Das ist ein Tor. Ne, das ist Holztür. Brauchen wir 4 Holztür? Haben wir nicht. Nehmen wir einfach hier ein Stückchen vom Dach weg. Wie viel haben wir? 2 Holz. Braucht das Haus doch alles nicht. Das ist doch nur ein kleines Häuschen. So, kann ich jetzt eine Tür bauen? Ich darf. Super. Jetzt geht die nach innen auf. Schon so kein Platz hier drin. Egal. Schlafen darf ich nicht. Nicht so wild. Das hier rein. Das hier rein. Wir brauchen jetzt ein bisschen Essen. 3 davon. Ich nehme jetzt erstmal ganz wenig mit, dass wenn wir sterben, dass wir nicht immer so viel verlieren. Und hier nehmen wir mal 6 Stück mit. Was soll's. Gut. Ja, es ist halt auch noch nachts. Ich weiß nicht, wie sich das... Ach, Leute. Ja, reinkommen tue ich, aber raus darf ich nicht. Jetzt. Okay. Ich weiß halt nicht, wie sich das in den Ebenen auswirkt. Da nachts auch 1000-mal mehr los ist als tagsüber. Ich sehe schon wieder irgendwas fliegen da hinten. Ich weiß aber nicht, ob es ein Todeskito ist.
Das sind auf jeden Fall wieder Kobolde. Will die halt ungern zu dem Haus da vorne locken. Sache ist, wenn wir schleichen. Vielleicht können wir uns ja wirklich einfach easy dran vorbeischleichen. Oh Gott, nee, das sind zu viele. Da müssen wir uns doch irgendwie die Zeit wieder verbringen, bis tagsüber ist. Denn da war nicht ein Goblin oder ein Kobold, als wir dahin gelaufen sind, ne? Und jetzt? So, es wird Tag. Ja, und jetzt ist hier die Hölle los. Ist halt eh die Frage, haben wir unseren Loot da vorne noch irgendwo rumliegen oder nicht? Darf man zweimal hintereinander sterben? Weil das Symbol zumindest auf der Karte ist weg. Ach, das wäre so ärgerlich. Wir hatten den Streitkolben auf 2, vor allem eiserne Streitkolben, Eisenrüstung. Da hatten wir den Streitkolben? Ja, den hatten wir auf der 2, ja. Ja, das wäre auf jeden Fall echt ärgerlich, aber naja. Wenn es so ist, können wir es leider nicht ändern. Ich sag's immer wieder. So, lässt du mich jetzt hier wieder raus? Dankeschön, es wird langsam Tag. Wir können uns ja mal von der linken Seite ranschleichen. Wir haben so einen kleinen Bach. Wir irgendwie da drüben drauf. Zum Oh Gott. Wir sind doch noch im Grasland. Ach, Manu. Ja, der haut uns jetzt bestimmt unser komplettes Häuschen kaputt. Obwohl, ne, die lassen anscheinend eher ab. Ich will doch bloß mein Zeug wieder. Dass das jetzt hier natürlich alles so belagert ist von Kobolden, spielt uns definitiv nicht in die Karten. Da hinten fliegt ein totes Kito. Weiß nicht, ob der gerade die Möwe sich holen wollte oder was der Plan war. Wir müssen irgendwie hier rüber. Oder wir bauen uns ein Floß. Das wäre auch noch eine Idee. Wir uns ein Floß bauen und einmal hier einen großen Bogen drumrum bis an das Ufer. Es war ja direkt dort am Ufer. Wir sind eigentlich so knapp davor. Todes Kito. Weiß halt nicht, inwiefern das Schleichen bei denen auch was bringt. Wäre halt auch mal interessant zu wissen, wenn wir da so eine kleine Lücke im Dach haben, ob die dann reingeflogen kommen. Wir probieren es jetzt einfach. Es bringt auch nichts, wenn wir hier ängstlich jedes Mal wieder zurückrennen. Ich meine, irgendwann werden wir schon mal einen Zeitpunkt erwischen, wo vielleicht gerade nicht so extrem viel los ist. Aber ich denke, mit dem Schleichen ist vielleicht gar nicht so doof. Ah, Gott. Nee, da komme ich nicht dran vorbei. Keine Chance. Der ist ein bisschen weiter rüber geschwommen. Guck mal, da vorne. Doch, das sind noch zwei Grabsteine, oder? Was da so ganz leicht funkelt. Ich glaube, wir können es doch wiederholen. Das wäre schon mal eine gute Neuigkeit. Aber der Kobold hier vorne ist ein bisschen blöd. Ey, wisst ihr was? Dann bauen wir uns jetzt ein Floß. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Oh Gott, ich dachte gerade, das ist ein totes Kito. Schnell zurück. Also mit Schleichen klappt schon mal besser. Ansonsten hätten die uns schon längst wieder gesehen und wären uns hinterhergerannt. Was kostet ein Floß? Ein kleines Ding hier bloß. Oh, scheiße. 6 Lederreste, 20 Holz, 6 Harz. Holz müssten wir genug haben. Harz wahrscheinlich auch. Ne, wir haben nur ein Harz. Ah, 4 Lederreste haben wir noch. Also 2x Leder, 5x Harz. Richtig? Richtig. Ah, gut. Wir können ja einfach zurück. Habe ich ganz vergessen. Brauchen wir es hier nicht sammeln. Dann bauen wir uns ein kleines Floß. Machen einen ganz, ganz großen Bogen. Und hoffen einfach mal, dass wir unser Zeug wieder kriegen. Und dann werde ich in den nächsten 30 Folgen nie wieder in die Ebenen laufen. Das könnt ihr aber wissen. So, ich brauchte noch Harz.
Und ich brauchte noch 2 Leder. Na, wären es halt 3. Und wieder zurück. Könnten uns eigentlich auch nochmal Ausgeruht-Skill ganz schnell holen. Dass wir da ein bisschen besser vorbereitet wieder hinmachen. Den Bauhammer können wir eigentlich auch so schlau sein und gleich in der Kiste lassen. Also wenn wir sterben, dass wir gleich wieder einen haben. Das Turmschild, ja. Ich habe halt echt keine Ahnung, ob das irgendwas nützt. Gegen die Gegner, weil die sind halt schon heftigst unterwegs, was Schaden angeht. So, war das hier Sumpf? Das war Sumpf, ne? Ja, ist natürlich doof da mit den Portalen, ne? Dass die halt immer weggerissen werden. Da müsste man ja überall, wo man ein Portal hinbaut, eigentlich auch Zaun und wie so eine kleine Basis drumherum bauen. So, ja, haben wir jetzt alles. Ich muss das Leder hier mal wieder rausholen. Harz haben wir genug und Holz hatten wir auf jeden Fall auch genug. Was hat es 20 gekostet? Glaube ja. Können wir es jetzt bauen? Ja, klappt. Die Sache ist halt auch, wenn hier so ein Kobold ankommt und hier so ein Häuschen sieht. Ich meine, er schlägt doch 2-mal drauf, da ist die Tür weg. Halt auch immer so ein bisschen schwierig hier so. Ach, die Werkbank reicht nicht. Brauchen wir noch eine Werkbank? Müssen noch eine bauen. Ich muss das ja am Wasser bauen, anders geht's ja nicht. Reicht jetzt das Holz noch? Natürlich nicht. Auch wieder 20 Holz. Na, zum Glück haben wir genügend mitgenommen. Lass mich rein. Wie viel haben wir? 14, also noch 6 Stück. Nein, eins noch. Ja. So. Dürfte ich jetzt mein Floß bauen? So ganz schön groß für ein Floß. Bitte setz dich ins Wasser. Danke. Festhalten. Ich würde ja gerne rudern. So, und jetzt wirklich Riesenbogen. Das ist schon relativ groß für ein Floß, muss man sagen, aber mir soll es recht sein. Jetzt müssen wir mal gucken, da vorne waren 2 Todessteine oder wie auch immer man es schimpfen mag. Ich glaube, das waren nicht die. Ich glaube, das letzte Mal sind wir weiter hinten gestorben, weil wir haben uns da drüben bei den Bäumen angeguckt, was da los ist oder was da am Wasser war. Jetzt müssen wir halt echt nur hoffen, dass hier nicht so ein totes Kido um die Ecke geschossen kommt. Dann haben wir auch noch einen Floß verloren. Dann wird es langsam echt eklig dann. Wir müssen mal Essen nachwerfen. Aber wenn das klappt, war das einfach der coolste Plan, den man sich hätte ausdenken können. So, mach ruhig mal noch hier ein bisschen weiter rechts, mein Freund. Keine Ahnung, wie gut Kobolde schwimmen können. Wäre halt geil, wenn die Todeskitos irgendwie sofort abhauen, wenn man ins Wasser springt. Mal irgendwie kurz untertauchen kann oder so. Macht man doch auch bei Wespenangriffen. Zumindest im Film. So, da sind 2 Todessteine. Nee, das müssen die sein. Definitiv müssen die das sein, weil wir hatten den einen ja schon geholt oder waren gerade dabei und dann kam der Stich. Waren wir doch gar nicht. Ich dachte, wir waren weiter hinten. So, ich sehe rechts auf jeden Fall Kobold. Wir machen jetzt mal ein bisschen langsamer. Ich würde ganz gerne hier irgendwo andocken. Jetzt verlässt uns natürlich der Wind. Ruder mal. Man kann doch auch... Nee, du kannst da auch normal rudern, oder? Normal... Jetzt rudert er, aber er rudert zurück, ne? Der rudert nur in der Stufe 1, okay. Ich glaube, mit Wind bringt uns gerade gar nichts. Oh, da oben sehe ich schon wieder Todeskitos rumfliegen. Ach, bitte lass das jetzt klappen, dass wir wieder normal weitermachen können. Wir sind eigentlich schon am Folgenende, aber ich will gerade echt nicht aufhören. Dann wird die Folge hier halt mal 2-3 Minuten länger. Aber ja, vielleicht mit einem Happy End. Der Todeskido da oben macht mir echt Sorgen. Oh, ich wollte nicht unser Boot hauen.
Aber jetzt schwimmen und dann komplett ohne Ausdauer dort sein. Wo ist er denn jetzt hin? Ja, jetzt ist er gerade weg. Weiß halt nicht, bleiben die immer am selben Standpunkt oder wandern die auch mal ein bisschen rum? Oh, ein Fisch. Wir sind halt mit Schwimmen... Bleib erstmal stehen hier. Zumindest beachtet er uns noch nicht. Er hätte ja schon direkt hier hinfliegen können und sagen können, hier mein Freund, Stich in den Nacken. Weiß nicht, was er jetzt macht. Sieht so aus, als würde er es backen. Nee, er war einfach nur dort. Ich weiß nicht, schaffen wir das hier? Nee, stopp, stehen bleiben. Ich jetzt hier springe und den Rest schwimme. Ist schon noch ein ganz schönes Stückchen. Nee, ich glaube, wir müssen noch ein kleines Stück. Wie sieht's mit den Kobolden aus? Gott, die Möwe hat mich erschreckt. Ja, doch noch mal ein Stück weiter links machen. Ah, ich habe echt Angst, dass hier... Es wird bestimmt gleich einer rüberkommen. Entschuldigung, dass ich gerade so ein bisschen still bin. Aber ich denke, ihr könnt nachvollziehen, dass ich mir gerade echt in die Hosen mache. Hier ist eigentlich nichts los. Das ist prinzipiell schon mal ganz gut. So, mach mal schön langsam. Jetzt sehe ich auch gerade kein totes Kito. Ich glaube, ich riskiere es. Kommt. Ich weiß halt nicht, welcher Stein es ist. Nehm jetzt erstmal den hier. Nimm alles, alles nehmen. Wir haben's. Oh Gott. Bitte jetzt kein Stich. Kein Stich, kein Stich, kein Stich, kein Stich. Wo ist dieses scheiß Ding? Am Ende, ja, wir, ja, hier. Komm hoch mit dir. Ey, wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, was wir jetzt alles eingesammelt haben. Es war tatsächlich mehr, als wir hätten tragen können. Aber ganz egal. Komm. Los, Attacke. Nach vorne mit dir. Ganz schnell weg. Wieder ins Häuschen, teleportieren, alles nach Hause bringen und nochmal genauso machen wie jetzt. Das kleine Stück fahren wir noch. Die Folge wird ein bisschen dolle lang. Egal. Ey, wir haben es geschafft. Ich fasse es nicht. Was haben wir? Wir haben unsere Eisenrüstung. Wir haben den Streitkolben. Wir den doch auf der 1? Wir wollten den auf die 2 machen, oder? Naja, egal. Wir haben unsere Rüstung auf jeden Fall wieder. Könnten ja eigentlich auch mal so schlau sein und gleich wieder anziehen. Sache ist nur, wenn wir dann wieder hier hinrennen, wieder sterben, haben wir dasselbe Problem wie vorher. Lasse ich die Rüstung lieber erstmal zu Hause und wir probieren das in aller Ruhe ohne Rüstung. Wäre vielleicht der bessere Weg. Ja, dann ist was. Hoffen wir nicht, dass der Kobold jetzt hier ins Wasser kommt. Aber jetzt haben wir auch wieder Rüstung. So einen Kobold kriegen wir, den kriegen wir noch weg. Ah, wir haben es geschafft. Wir müssen da locker noch, also ich denke mal, einmal vielleicht, wenn wir Glück haben, wenn wir Pech haben, müssen wir noch zweimal hin für die 2 Steine. Aber das ist definitiv der Weg mit dem, was wir schaffen. So, wir machen noch, wir paddeln noch ganz kurz zurück, dann ist Schluss mit der Folge. Geil. Also wir haben auf jeden Fall erstmal das Wichtigste, was wir brauchen. Wie gesagt, ich überlege halt noch, wie wir es jetzt machen mit der Rüstung. Rein theoretisch können wir es uns auch einfacher machen lassen, die Rüstung noch kurz an. Und töten zumindest den Kobold hier. Oder vorne ist wieder ein totes Kito. Ja gut, mit dem Floß müssen wir so oder so reisen. Da kommen wir nicht drum herum. Ja, den totes Kito da vorne, den kriegen wir halt nicht weg. Also mit Bogen vielleicht und ein bisschen Glück, aber... Wenn, dann müsste man relativ weit hier vorlocken. Falls wir sterben, dass wir hier auf jeden Fall schnell wieder rankommen. Wäre schon cool, wenn wir den totes Kito und... den Kobold dort irgendwie wegkriegen, dann brauchen wir hier nicht so ewig lange mit dem Floß rumpaddeln, sondern können einfach direkt hinlaufen. Vielleicht schaffen wir es ja doch mit einem gekonnten Bogenschuss. Solange wir etwas weiter hier vorne sterben, ist ja alles gut. Auch hier würde noch gehen, da können wir schnell hinrennen oder schleichen. Wir müssen gucken, dass wir uns ein bisschen in Ufernähe aufhalten, währenddessen wir versuchen, ihn zu erlegen. Dann sollte es klappen. Ach, wir haben es geschafft. Ich bin echt froh. Es war ein ganz schön weiter Weg dazu oder dahin. Aber jetzt haben wir es. Dann würde ich sagen, wir machen mal hier an der Stelle Schluss mit der Folge. Ich werde noch ganz kurz die 3 Meter hier bis zum Ufer paddeln. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.